Star Gladiator. Servus zusammen, PlayStation-Wochen haben wir ja noch. Jetzt öffnen wir zuerst mal ab. Ich habe ja genug Platz mittlerweile. So, wir spielen sie mal durch. Wir gehen ein bisschen runter. Dass es ein bisschen schneller geht. Schauen wir uns kurz die Belegung an. Also, was weiß ich noch? Ich weiß nicht mehr so viel. Also Guard ist Guard, K ist Kick. Mit A und B und K konnte man Kombis machen. Heißt A, A, B, A zum Beispiel. So, Arcade gibt's versus Group, Training und das war's. Also gehen wir in Arcade-Mode rein. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, los, zwei, vier, sechs, acht, neun. Neun Kämpfer am Anfang. Ich glaube, es gab nur einen freizuschalten. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Das ist schon ewig, ja? Ich glaube, das ist ein cooles Kampfspiel. So, R1, R2 ist zum 3D auswechseln. Da gab es auch Special Move, wie ihr gesehen habt. Und Kombis. Ich weiß gar nicht, ob es Super Special gab. Könnt ihr nachschauen, aber könnt ihr eh nicht lesen, was soll es also. Das war meine komplette Kombi. Also maximal 5 Treffer in der Kombi. Sehr witzig. Yeah.
Als Wurf. Na, ich habe die Steuerung noch nicht so drin. Aber besser gesagt, ich habe sie gar nicht drin. Na, fribbel ich jetzt nicht raus. Das war der Unblockbare. Halbkreis und vier. Hat er nicht auch irgendwie einen Kickluft? K.O. Zeiten sind, naja, ein bisschen nervig. Kaffee hilft bestimmt. Viereck und Dreieck ist Wurf. Komm, wirf mal. Sauerei. Also was haben wir rausgefunden? Dass die Belegung schon mal kacke ist. Dass R1, R2, wenn man nichts macht, ist 3D-Wechsel. Und die anderen, naja, wissen wir noch nicht so genau. Wir brauchen aber A und B. Oder besser gesagt, viele Dreiecke. Nicht nett! So, aber jetzt. Champion. Da verliert man aber nicht, wenn man Champion ist. Sauerei. Oh,
Ja, nochmal den Umbruchbahn drauf. Sauerei! Boah, die Echse, oder besser gesagt, der Diener war nicht schlecht. Ready! Fight! Nicht werfen, Drecksack. Aber gerade. Oh, der war nervig. Hat sich der nicht irgendwie so gedreht? Also check. Ja, blocken wir alles. Du hast geworfen, der Block wird geworfen, alte Tekken wegen. Kao arate de naoshite kina. Der Goa, der war nicht schlecht als Kämpfer. Ja, na nervt mir. Es kann sein, dass das nicht ist. Das nicht. Nicht runterfallen. Weggehen. Nein, 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 nein. Das hätte ich ausschalten müssen, das nervt. Gibt's einen zweiten Teil? Auf jeden Fall auf dem Dreamcast, das habe ich auch. Ob es noch irgendwo drauf gibt, weiß ich jetzt nicht. Kann sein, dass das ein Konter war irgendwie. Aha. Okay. Also L1 und L2. Wenn man zum Gegner macht, passiert das, das könnte ein Konter sein. Komm, probieren wir es aus. Ja, hat nichts so ausgeschaut.
So, jetzt wissen wir immer noch nicht, was das andere ist. Ich könnte die Beschreibung rausholen, aber die muss ich rausquälen bei so amerikanischen Playstation-Spielen. Das mache ich jetzt nicht. Schaut so picobello aus. Ready. Ah, ich wusste doch, dass es Punkte gibt, genau. Ah, das habe ich mir gedacht, dass das jetzt passiert. Eigentlich wollte ich ihn hier rauskicken. Das hat nicht funktioniert. Was hat er Glück gehabt? Und da war der Kampf. Okay. Okay. Dieses Mal nicht. Zuite ne Arodase. Gibt's einen Abspann? Oh. Okay, das schenkt man uns jetzt. Game over. So, ich schau mal, ob es irgendwas Neues gegeben hat. Auf die Schnelle. Gehen wir nochmal rein. Zum Beispiel muss nochmal mit einem anderen durch. Hat nichts gegeben, warum nicht? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht wegen Schwierigkeitsgrad. Oh, nehmen wir mal den.
Dann weiß ich aber gar nichts. Aber die Steuern ist ja immer gleich irgendwie mit A, B, K, Kombis machen. Ready. Hot. So ist es recht. Raus mit dir, Feigling. Fuß ist komisch, aber okay. Müssen über die Logik der Steuerung nicht nachdenken. Man könnte meinen, das eine ist vertikal, das andere ist horizontal. Tatsächlich. Das ist doch so von Soul Calibur übernommen. Zumindest mal ein bisschen den Anschein. Oder ähnlich. Ready, fight! Ich suche gerade, ob ich irgendwie noch was anderes rauskriege. Waren, weiß ich noch gar nicht. Habe ich davon ein Buch? Ich glaube es nicht. Ready, fight! Nette Kombi. Den Move ausprobieren. Dann geht's auf die Ohren. Ich glaube, es sind keine Haltetechniken dabei. Also links halten und dann rechts alle geil. Oder Honda. Oder Blanke. Der lebt noch.
Kann ja nicht wahr sein. Ah, wir wollten ja noch, ich wollte ja noch diese Konter rausfinden. Ready, nein, das haut nicht so hin grad. Wie war das mit den Kontern? Weiß es nicht mehr. Raus geht's, aus hier mit dir. Was war das? Zweimal Kreis und ein Dreieck? Wäre eine schöne Kombi zum Rauskicken. Ready, fight! Tatsächlich. Ja, der zieht gut ab. Mit dir. Ready, fight. Ach, das genau, den Schuss kann ich auch. Komm her. Ist auch nicht so schwer eingestellt. War schon schneller. Aber das können wir ja.
Game over. Star Gladiator. Gut, machen wir noch eine Runde. Und dann war es das mit Star Gladiator. Ach, nach oben kann man, okay, das verändern. Also ich dachte, man kann auch den Bildstein freischalten. Aber vielleicht mal so einen Schwierigkeitsgrad höher machen oder flawless durchspielen, das kann auch sein. Ready, fight! Aussehen, na doch nicht raus, aber schon der Fußkick. Nochmal.
Ready, fight! Nicht raus. Nein. Ja, so soll es recht. So ist es recht. Komm, hüpf raus. K.O. Was die Mann? So geht's da. Zeitlich immer mehr gesteigert. Aber ist ja klar, wenn man ein bisschen reinkommt, dann wird alles einfacher. So, Star Gladiator PlayStation 1. Cooles Spiel. Cooles Kampfspiel. Das war's. Und bis zum nächsten Mal. So. Okay, machen wir noch einen Abendsender. So. Aber jetzt, ja. Game over. Bis zum nächsten Mal. Servus. Das Spiel ist aus.